Die Stadt Bautzen war am vergangenen Wochenende Gastgeber für den 5. Sächsischen Landesfeuerwehrtag. In der Innenstadt präsentierten sich am Samstag zahlreiche Aussteller mit wissenswerten Angeboten. Und das nicht nur für die sogenannten Florians-Jünger. Auch für Nostalgiker gab es viel zu entdecken und die Festbühne am Hauptmarkt lockte mit einem bunten Rahmenprogramm. Kinder wurden am Kommmarkt bespaßt und im Stadion auf der Müllerwiese standen sportliche Wettkämpfe im Mittelpunkt des Geschehens. Beim Löschangriff waren Schnelligkeit und Geschick gleichermaßen gefragt. Bereits am Freitagabend sorgte die Bautzner Feuerwehr an der alten Wasserkunst für ein ganz besonderes Highlight. Die Wasserorgel. Ein buntes Spektakel aus Wasser, Licht und Musik. Dafür pumpten THW und Feuerwehr das Wasser von der Spree auf das Plateau vor der Michaeliskirche.